Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind derweil auf dem Weg nach Hause. Zwei Militärbasen haben wir geplündert. Unser Inventar ist mehr als überfüllt. Haben schon genug liegen gelassen, aber das war alles ja nicht ganz so wichtiger Stoff, der da liegen geblieben ist. Das ist schon okay. Zusehen, dass wir nach Hause kommen und hoffen, dass am nächsten Tag das Wetter dann auch wieder ein wenig bis sehr viel schöner ist. Denn so, wenn man gar nichts sieht, macht das ja auch wenig Spaß. Was wir nicht wirklich lösen konnten vernünftig, ist unser Nahrungsmittelproblem. Wir haben zwar genug Futter gefunden für den heutigen Tag, aber das war es auch schon. Ich will eigentlich davon wohl was mitnehmen, aber er lässt mich ja nichts mitnehmen. Also, Zombie. Nix dabei. Da ist Heimat. So, packen wir mal ein bisschen Holz hier rein. So, die beiden Trübenflaschen abkochen. 45 normale Wasser herstellen, das ist doch schon gut. Der Jucca, natürlich die Schneebälle. Die packen wir auch hier rein. Sonst noch Futter, ja, das schimmelige Brot, daraus wird dann ja irgendwann natürliches Antibiotikum. Und was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier noch eine Lagerkiste. Können wir direkt mal hier oben hinsetzen und sagen, dass das unsere generelle Materialkiste wird für alles Mögliche. Also Gebietsschutzblock. Den stellen wir mal dahin. Ja, Papier kommt natürlich ins Bücherregal, Benzinfass, brennendes Fass. Kommt auch noch mit in den Keller. Benzinfass, das können wir auch hier reinpacken. Messer kommt in den Keller. Waffen haben wir gesagt, nehmen wir auch mit in den Keller dann. Bleibt das auch direkt im Inventar. Benzinkanister dürfen auch mit hier hin. Auch Keller, gut, Öl, Klebstoff. Glasscheibe, Bonbon-Dose, das kommt auch alles hier oben hin. Ätherische Fasern, Federn kommen mit in den Keller, ihr müsst mit in den Keller, Munition muss mit in den Keller. Gut, erste Hilfe werde ich dann doch auch mit hier in die Nahrungsmittelkiste packen. Einfach mit einmal hier stumpf leer machen. Was habe ich denn jetzt gesehen? Vitamine, Schmerztabletten, Bier möchte ich wieder in meinen Bierkühlschrank packen. Dafür habe ich den ja schließlich. Ja, pflanzliche Stoffe, die können auch mit hier rüber. Das ist auch noch was für ein Keller. Kiste hinter mir, Kiste hinter mir.
Kleidung. Nagelpistole, die kommt auch mit in den Keller. Na, für die Farbe werde ich auf jeden Fall auch eine eigene Kiste machen. Das Fleisch lassen wir auch mit im Kühlschrank ruhig drin. Die Schutzhandschuhe, die waren, meine ich, auch generell von den Werten gar nicht so geil. Oh, Papier. Und noch ein paar Futtersachen. Gut, das kann auch noch zerlegt werden. Schmerzmittel kommen auch mit hier hin. So. Ach, da haben sie wieder an den Wänden rumgekloppt. Die blöde Jane. Rivera. Dahin, das passt auch. Unseren Bierkühlschrank wieder anfangen zu füllen. Wir wollen ja natürlich wieder voll kriegen. Heuballen. Schießpulver nehmen wir mit nach unten. Heuballen packen wir hier mit rein. Dann ist der erste Schrank schon mal leer. So, Knochen. Schön, dass es hier langsam jetzt hier etwas übersichtlicher wird. Das hat man ja wirklich zum Teil gar nicht mehr ausgehalten hier. Das ganze Gesuche. Drücke ich einmal auf das Ei, höre ich draußen Hunger, kann ich, war jetzt gerade ja leicht verwirrt. So, noch mehr Nitrat, Öl und Spiritus. Das ist auch komplett erste Hilfe alles. Noch mehr Pistolen. Noch mehr Pistolen, Munition. Noch mehr Stoff, noch mehr Schießpulver. So, Saatkartoffeln. Sämereien. Nein, das war daneben. An diese Kiste wollte ich ran. Und die ist rechts hier vorne. Die erste Kiste könnten wir eigentlich als Holzkiste auch ruhig nehmen. Da fällt einem jetzt eigentlich jetzt erst richtig auf, wie viele Klamotten wir eigentlich wirklich schon mittlerweile gesammelt haben. Der Geier will jetzt wohl nicht ins Haus reinfliegen. Da wäre ich dann jetzt aber. Was würde ich das sagen? Da wäre ich alles andere als angetan von, wenn der jetzt anfängt, so einen Quatsch zu machen. So, Verbände und Blutbeutel. Ja, wir gehen immer nach unten und lagern dort die Waffen alle ein.
fertige Waffen setzen wir mal direkt nach ganz unten. Die Waffenteile. Einfach erstmal rein damit. So, Munition darf ruhig unten bleiben. Alte Waffen. So. Gute Schießpulver. Fangen wir schon mal an, hier noch ein bisschen Blei reinzupacken. Fertigen noch mal eben 100. Weitere Gedönsdingsteile wollte ich sie jetzt nennen. Diese Jetons, die lange, aber auch mal hier vorne mit drinne. Tier heute können wir direkt machen wir uns einen Pinsel und den Rest zum Leder. Leckere Sachen. Oder auch nicht ganz so leckere Sachen. Ah ne, da habe ich es jetzt übersehen. Da war noch Aloe Vera Samen. Kartenhacke. Das muss nach unten, das muss nach unten, das muss nach unten. Er kommt mit in die Holzkiste. Klar, klar ist da noch was drin. Maiskolben, 14 Stück. Das haben wir echt geschafft, alles leer zu machen. Coole Sache. So. Einmal hier die 8 Kerzen herstellen.
Ja, Wasser wollte ich auch sofort oben lassen. Also erstmal noch mal etwas süppeln. Wenigstens haben wir jetzt im Moment nach Wasser nicht unbedingt das gucken, nicht unbedingt gucken nach. Messing auch schon mal ordentlich mit einschmelzen. Oh, Rezepte, da mal die Armbrustmunition. Stellen wir mal her. Nicht zu knapp, wie man sieht. Plattenblock. Gehen wir hier noch mal einmal rum, da können wir hier an die Seiten auch Kerzen überall dran basteln. Ein bisschen dürfte mir dann jetzt doch noch mal zugucken, wenn ich jetzt hier im Keller am Arbeiten bin. Nein, nein, du sollst hier schön. Genau, an die Wand hier dran. Ja. So hatten wir uns das vorgestellt. Da noch einer dran, damit das auch schön hell ist. Ja, diese Pannenfässer, die geben irgendwie wenig bis gar kein Licht irgendwie. Dass das nicht komplett dran sitzt, dann würde ich es ja so lassen da vorne, aber ne, das stört mich zu sehr, wenn das nicht komplett dran sitzt. Das geht so nicht. Die Frage, in welche Richtung fangen wir jetzt an zuerst auszubauen? Wie ist das mit unserer Night Vision? Könnte man damit arbeiten? Naja, geht so, ne? Kein Fall schlechter als vorher, aber auch nicht jetzt so viel geiler. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Nachtsichtbrille wirklich cool finden soll. Es gibt dann doch nur eine coole Sache und das ist doch der Bergbauhelm. Aber damit wurden wir bisher noch leider noch nicht ausgestattet.
Ja. Gleich mal reparieren. Ja gut, bis das repariert ist, das dauert wohl noch ein kleines bisschen. Ja, wir könnten aber hier das Eisen schon mal wieder reinpacken. Ein bisschen läuft da noch. Weil ich lasse ihn noch ein bisschen laufen, sage ich es mal lieber so rum. Steinplattenblock herstellen. Jetzt kannst du weitermachen damit. Da ist unsere Kerze auch wieder. Ist wieder rausgefunden. Was ich jetzt noch machen wollte. Wir haben doch bestimmt auch wieder Skillpunkte über. Jawohl, und zwar ganz genau 30 Stück. Sagt hier unsere Science. Gut. Die nehmen wir uns. Auf dem Waffenschmied gehen wir noch mal einen Punkt. Ja, und 20 Punkte im Bergbaumeister. 60% mehr Blockschaden. Das soll sich ja wohl lohnen. Und 50% mehr, was wir einsammeln. Müssen wir noch zusehen, dass wir uns Waffen aus Stahl machen. Was für eine Wertigkeit hätten denn unsere momentanen Waffen? Fertigungsqualität von 300. Das könnten wir uns eigentlich mal einmal anschauen, wie das dann im Detail los. Ich habe doch das Stahlschmieden habe ich doch schon gelernt, oder vertue ich mich da? Jetzt nichts Besonderes dabei. Oh, gehen wir ein paar Punkte durch die Plünderung, dass wir langsam wieder auch den Qualitätsjoke kriegen, dass wir dann mehr oder die Beute lieber finden, dass die einfach dann besser ist. Verstehe jetzt aber noch nicht ganz. Stahlspitzhacke. Ach, das kann ich nur noch eine Werkbank machen. Stahlgeräte oder kann man nur? Ich dachte immer, ich hätte sie auch so fertigen können. Gut, ob es jetzt neu ist oder nicht, das weiß ich nicht. Bin ich mir jetzt unsicher.
Ja, wenn wir beim Händler sind, können wir auch zusehen, dass wir da unsere Schmiede, soweit es geht, einmal komplett leer laufen lassen. Brauchen wir ja so dann doch jetzt da nicht mehr. Schmiede haben wir jetzt ja hier. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht es, wie gesagt, einmal zum Händler. Wir machen uns ein paar Stahlwerkzeuge fertig, dass wir hier einfach schneller den ganzen Keller ausgebaut bekommen. Dass wir nicht mehr so lange warten müssen, bis wir den ganzen Kram soweit fertig haben. Das ist ja doch zum Teil ein bisschen anstrengend jetzt hier mit den ganzen Steinen. Der Bruchsand, das geht natürlich sehr schnell, den zu entfernen, aber Steine hier, das ist doch schon. Ja, wäre schöner, wenn sie mit zwei Schlägen weg sind, sage ich mal so. Und deutlich angenehmer natürlich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert ruhig fleißigst. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, abonniert mich gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.